Schon wieder so eine blöde Nachtschicht. Und? Da kommt ja schon wieder Richard. Hey, der schaut ja schon wieder so merkwürdig aus. Atrax. Richard mit Hemd. Wir gehen nämlich heute noch in die Kirche. Ass! Nein, nicht was du glaubst. Wir bleiben schon hier. Und wie soll das gehen? Ah nein, wir schauen uns den Stephansdom mit vielen Bildern und ein paar Geschichten an. Denn wenn ich den Kindern über den Stephansdom nur so herum erzählen würde, wann er gebaut wurde, und das ist ja fad. Ich werde den Kindern nämlich viele spannende Geschichten rund um den Stephansdom in unserem Film mit hinein verpacken. Freust dich schon drauf, Trax? Natürlich! Der Wiener Stephansdom ist eines der zwei bekanntesten Bauwerke der Stadt. Das zweite wäre dann das Riesenrad im Wiener Prater. Sogar auf den Mannerschnitten, das sind die Schnitten in den rosa Packungen, siehst du unten ganz klein den Stephansdom drauf abgebildet. Ein bisschen zur Geschichte des Doms. Unter dem Babenberger Herzog Leopold IV. Begann vor fast 900 Jahren der Bau der ersten Stephanskirche. Nach 150 Jahren war sie fertig. Die Heidentürme und das Riesentor sind noch heute in der damaligen romanischen Form erhalten. Vor ungefähr 650 Jahren begann der Neubau unter dem Habsburger Herzog Rudolf IV., der Stifter. Die Zubauten sind dann schon im gotischen Stil gebaut. Interessant ist, wie der Neu- und Zubau gemacht wurde. Die neuen Mauern wurden rundherum aufgebaut, danach die alten Mauern innen nach der Reihe niedergerissen. Dadurch konnten auch während der sehr langen Bauzeit von ein paar hundert Jahren Messen abgehalten werden. Schwerer Unfall beim Bau des Nordturms. Von unserem Berichterstatter Lucifer. Hans Buchsbaum, der Dombaumeister, kam unter noch ungeklärten Umständen bei einem schweren Unfall am Bau ums Leben. Der Baumeister stand am Gerüst und stürzte plötzlich ohne erkennbaren Grund in die Tiefe. Möglicherweise hat er sich zu weit vorgelehnt, als er seine unten am Domplatz vorbeikommende Geliebte Maria grüßen wollte. Hans Buchsbaum hatte den Bau des Nordturms in beachtlicher Geschwindigkeit vorangebracht. Nun wird der Turm möglicherweise nie fertig werden. Eine Sonderkommission wurde beauftragt, die Umstände von Buchsbaums Tod zu klären. Erste Verdachtsmomente gehen dahin, dass der Baumeister mit dem Teufel im Bunde gewesen sei, um den Turm so schnell bauen zu können. Da er aber Satans Bedingungen nicht einhielt, er durfte keine Namen von Heiligen aussprechen, dürfte ihm der Ruf Maria, als er seine Braut sah, zum Verhängnis geworden sein und ihn der Teufel geholt haben. Das romanische Riesentor ist der Haupteingang des Doms. Es befindet sich an der Westseite und ist mit den Heidentürmen der älteste Teil der Kirche. Romanisch erkennt man an den runden Bögen, im Gegensatz zu gotisch, da sind die Bögen nämlich oben spitz. Die Heidentürme. Die 65 Meter hohen Heidentürme stehen links und rechts vom Riesentor. Der Grund für den Namen könnte sein, die Türme wurden mit den Steinen des alten Römerlagers gebaut und diese Römer waren noch keine Christen, sondern sogenannte Heiden. Das Dach des Stephansdoms stürzte beim großen Brand 1945 völlig ein. Nachdem der Dom wieder neu aufgebaut wurde, erhielt es auf der Südseite den alten Reichsadler und auf der Nordseite das neue österreichische und das Wiener Wappen. Gelegt wurden diese Wappen mit bunten Dachziegeln. Die Wasserspeier rund ums Dach leiten das Regenwasser ab. Sie haben teilweise die Form von bösen Geistern und wenn du auf den Bildern einmal von oben auf die Wasserspeier siehst, siehst du auch die Rinnen, die sie im Rücken haben, wo das Wasser durchrinnt.
Der Nordturm ist 60 Meter hoch. Er sollte eigentlich so hoch wie der Südturm werden, wurde aber nie fertiggestellt. Der Baumeister war Hans Puchsbaum. Das Geld war aber zu Ende und so wurde die Arbeit nach fast 70 Jahren Bauzeit eingestellt. Wie bei vielen Ereignissen früher wurde daraus eine Sage, die du ja schon ein bisschen früher gehört hast. Im Turm hängt die berühmte Glocke Pummerin, die größte Glocke Österreichs und eine der größten drei Glocken in ganz Europa. Sie hat einen Durchmesser von 3 Metern und wiegt über 21 Tonnen. Das sind ungefähr 15 Autos. Die Kapistrankanzel. Von dieser Kanzel außen an der Nordseite des Hochaltars predigte der berühmte Augustiner Mönch Abraham a Sancta Clara zu den einfachen Leuten. Der Zahnweh-Herrgott steht jetzt eigentlich schon im Dom drinnen. Früher war er an der Außenmauer. Und der Zahnweh-Herrgott ist einfach nur eine Statue, die Jesus leidend darstellt. Zahnweh-Herrgott heißt ja deswegen, weil, nun und hier erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Wunderheilung gegen Zahnweh, eine ganz schön besoffene Geschichte. 3 vorlaute Burschen zogen im Morgengrauen nach einer durchzechten Nacht heimwärts. Laut gröhlten sie und das noch fürchterlich falsch, die Hits der letzten Hitparade. Die aus dem Schlaf gerissenen Leute riefen aus den Fenstern: Halt's zusammen, sonst rufen wir die Polizei. Aber die 3 schrien nur noch lauter. Da kamen sie am Weg beim Stephansdom an der Statue des leidenden Jesus vorbei. Er hätte Zahnweh, lachten sie und banden ihm ein Tuch wie bei Zahnschmerzen um. Daheim bekamen aber alle 3 plötzlich furchtbare Zahnschmerzen. Nachdem auch der Zahnarzt nichts entdecken konnte, kam ihnen der Verdacht, dass ihr lästerliches Benehmen in der Nacht schuld daran sein könnte. Reumütig beteten sie am nächsten Morgen vor der Statue und alle Leute wunderten sich, dass diese 3 stadtbekannten Trinker und Lästermäuler so ehrfürchtig waren. Durch das Gebet vergingen ihre Schmerzen und sie besserten sich. Kein Fluch kam ihnen mehr über die Lippen und keine Nacht mehr, wo sie laut, halssingend durch die Straßen zogen. Der Südturm ist das weithin sichtbare Kennzeichen des Doms. Er wird auch Steffel genannt. 74 Jahre lang dauerte der Bau und die Brüder Peter und Hans von Prachatitz bauten nacheinander daran. Der Turm ist 137 Meter hoch und 343 Stufen führen nach oben. Die Türmerstube, in der früher die Brandmelder saßen, befindet sich ganz oben im Turm. Deswegen durften früher in Wien keine Häuser gebaut werden, die höher als das Dach des Domes waren. Über den Türmer von St. Stephan gibt es auch eine Geschichte. Kegelturnier in der Türmerstube endet mit Niederlage des Hausherren. Ein Gigantenduell unter Kegelmeistern fand in der Türmerstube des Südturms statt. Dort baute sich der einsame Türmer in schwindelnder Höhe eine Kegelbahn, auf der er immer alle 9 traf. Nun kam eines Tages ein fremder Herausforderer in einem grünen Mantel und einem Ziegenfuß. Als der Türmer alle Kegel traf, warf er heimlich einen Kegel aus dem Fenster, um seinem Rivalen keine Chance zu geben. Doch dieser Rivale war der Teufel höchstpersönlich. Bei seinem Wurf traf er dann alle 8 verbliebenen Kegel und als 9. fiel der Türmer selbst. Im Südturm steckt diese türkische Kanonenkugel aus der Türkenbelagerung. An der Westwand neben dem Riesentor sind 2 Eisenstäbe angebracht, die als Maßstäbe zum Tuchmessen dienten. Darüber sieht man eine Kreisform und die war das Maß für Brote. Machten die Bäcker nämlich das Brot zu klein, drohte ihnen eine sehr unangenehme Strafe, das sogenannte Bäckerschupfen. Dabei wurden die unehrlichen Bäcker in einem Käfig gesetzt und immer wieder in die Fluten der Donau getaucht.
Ebenfalls neben dem Riesentor befindet sich das Zeichen 05 oder besser OE. E ist nämlich der fünfte Buchstabe im Alphabet. Dieses Zeichen wurde während des Zweiten Weltkrieges als Symbol für die Freiheit Österreichs an den Stephansdom gemalt. Die große Orgel des Stephansdoms wurde beim Brand im Zweiten Weltkrieg zerstört. Daraufhin wurde eine andere, eigentlich noch größere Orgel errichtet, die 4 Teile hat und insgesamt über 10.000 Orgelpfeifen. Unter der Orgel fand man an der Wand auch über 800 Jahre alte Bilder aus der romanischen Zeit. Und in einer kleinen Kapelle neben dem Riesentor findest du auch die Weihnachtskrippe des Stephansdoms. Und wieder eine Geschichte aus dem Dom. Der Christus mit dem wachsenden oder gestutzten Bart. Dieses fast 4 Meter hohe Kreuz konnte vom Mesner, der die Ordnung in der Kirche halten musste, nicht immer leicht gereinigt werden, weil es eben so hoch war. Der Kopf dieses Kreuzes hat allerdings echte Haare. Durch das Nichtputzen verfingen sich Spinnweben und Ähnliches in den Barthaaren. Deswegen sah es so aus, als ob der Bart wächst. Und immer wenn der Mesner sich doch mal eine Leiter nahm und das Kreuz abstaubte, schien es, als ob der Bart gestutzt wurde. Das Hauptschiff des Domes ist durch viele Pfeiler gestützt. An diesen Pfeilern sind wiederum viele Statuen von Heiligen. Eine davon ist die sogenannte Schutzmantel-Madonna, die unter ihrem Mantel alle beschützt. Die Kanzel wurde vom Baumeister Anton Pilgram errichtet. Er hat sich unter der Kanzel als Fenstergucker selbst ein Bild gemacht. Und er dürfte ein eitler Kerl gewesen sein, denn er ist gleich noch einmal im Dom zu finden. In seinem zweiten Selbstbildnis trägt Meister Pilgram den Orgelfuß auf seinen Schultern. In den Händen hält er Winkel und Zirkel, das waren die Kennzeichen eines Baumeisters. Der Wiener Neustädter Altar steht links neben dem Hochaltar, ist aus Holz geschnitzt und hat 4 Flügel, die geöffnet werden können. Der Altar ist 8 Meter hoch und stellt die Himmelfahrt Mariens dar. Der Hochaltar steht in der Mitte des Doms und das Altarbild zeigt, wie der heilige Stephanus, der Patron der Kirche, mit Steinen getötet wird. Auf dem Bild rechts siehst du den Lettner Christus vor dem Hochaltar hängen. Der Körper dieses Kreuzes überstand den Brand im Jahre 1945 nahezu unverwundet. Nur eine kleine Brandwunde an der linken Wange erinnert daran, dass er im brennenden Dom war. Das Grab von Kaiser Friedrich III. Ist rechts vom Hauptaltar, wurde aus rotem Marmor errichtet und die Grabplatte zeigt den Herrscher mit seinem auf einem Kopfkissen ruhenden Haupt. Das Taufbecken in der Katharinenkapelle ist über 600 Jahre alt und wurde von Ulrich Auer gemacht. Die neue Orgel wurde nach dem Wiederaufbau im rechten Seitenschiff in der Nähe des Friedrichsgrabes aufgestellt.
über die Dienstbotenmutter Gottes, die bei der neuen Domorgel steht, gibt es auch wieder eine Sage. Maria klärt Kriminalfall. Dienstmagd erwies sich als unschuldig. In einem Nobelhaushalt der City geriet der Hausherrin teurer Schmuck abhanden. Der Verdacht fiel sofort auf die Dienstmagd Clara, die regelmäßig Zutritt zu den Räumen der Hausherrin hatte. Die Magd aber beteuerte ihre Unschuld und flüchtete zu einer Statue der Mutter Gottes Maria, die sie um Hilfe anflehte. Da rief die stolze Herrin, dass Maria für Dienstboten nicht da sei. Aber das Wunder geschah. Die Polizei verhaftete die Magd nicht sofort und ohne Beweise, sondern suchte erst nach dem Schmuck. Bei einem Reitknecht wurde er gefunden, dieser in Handschellen abgeführt und die Magd blieb frei. Die hartherzige Herrin wollte nun aber nichts mehr mit der Madonna zu tun haben und schenkte sie dem Stephansdom. Dort wurde sie in Kürze zur Zuflucht der Dienstboten und steht noch heute dort. Die Katakomben sind ein Friedhof unter der Erde. Vor allem zur Zeit der Pest musste man die Toten in großen Grabkammern stapeln, die dann zugemauert wurden. Zeit für ein kleines Quiz. Was weißt du noch? Notiere dir die Lösungsbuchstaben und du erhältst ein Lösungswort. Erstens. Wie alt ist der älteste Teil des Doms? Buchstabe S. 900 Jahre, T. 400 Jahre oder U. 100 Jahre? Zweitens, welches böse Wesen kommt in vielen Sagen vor? A. Darth Vader, C. Ninjago oder T. der Teufel? Drittens, wie heißt der älteste Teil des Doms? C. der Südturm, D. das Dach oder E. Riesentor? Viertens, welche Glocke hängt im Nordturm? N. Michel, O. Big Ben oder P. Pummerin? Fünftens, welche Krankheit bekommt eine Statue von den drei Trunkenbolden? H. Zahnweh, B. die Pest oder J. Masern? Sechstens, was wurde bei der runden Form gemessen? A. Brot, B. Stoffe oder C. Töpfe? Siebentens, ungefähr wie viele Pfeifen hat die große Orgel? L. 6000, N. 10.000 oder Q. 19.000? Achtens, wie oft kommt Meister Pilgram als Selbstbildnis vor? S. zweimal, U. einmal oder Z. dreimal? Neuntens, wen zeigt das Hochaltarbild? B. Friedrich, D. Stephanus oder E. Maria? Zehntens, was wächst bei einem Kreuz oder wird gestutzt? A. Haare, E.
Nägel oder O, der Bart? Elftens, wer wird eines Diebstahls verdächtigt und bekommt Hilfe? J, Hausherrin, M, Dienstmagd oder P, Reitknecht?